Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 104 von Avorion. Ja, auf der Suche nach dem Energieinverter. Ich habe natürlich gespickt, ne? Energieinverter Fabrik. Jetzt gehen wir mal auf die Karte und schauen mal, wo wir hin müssen, damit wir Energieinverter kriegen. So, das sollte schon reichen. Dann scrollen wir mal jetzt hier so raus. Und es ist nichts zu sehen. Doch, da. Es gibt hier tatsächlich eine Ecke, wo Energieinverterfabrik ist. Und wenn ich jetzt sehe, hier geht noch eine Linie lang, ne? Die da ganz nach da oben geht. Da haben wir jetzt noch nichts gefunden, dass wir da hinkommen, ne? Das Schiff in Sektor 393. Sag jetzt nicht, die Lady hat schon wieder alles leer gemacht, ey. Und die anderen, ne? Die haben wir auch noch, ne? Die finden aber nichts, ne? Also so eine Schnellverbindung ist jetzt nicht so positiv hier bis dahin hin, ne? Ich glaube, wir... Ja, wir müssen trotzdem alle hier hinten irgendwo hin, weil hier vorne kriegen wir es ja sowieso nicht gekauft, oder doch? Doch, müssten wir eigentlich, ne? Oder? Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen suchen gehen. Da ist ein Notruf. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. Ja, ich würde mal sagen, nach dem Intro springen wir dann da mal rüber und gucken uns das an, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann drücken wir da mal auf den Knopf, um da hinzukommen und schauen uns das mal an, oder? Irgendwo muss es ja Energieinverter, kann ja nicht nur einen einzigen da im ganzen Sektor da geben, oder? So, hier sind wir. Hier gibt es es auf jeden Fall nicht. So. Oh, wir brauchen 9 Sekunden, bis wir darüber springen können. Du glaubst es nicht. Was gibt's denn hier sonst noch so schönes? Waffen, Waffen. Sonst gibt's hier nichts, was mich gerade interessiert. Okay, dann jetzt. Ach so, die Lady oder wer es auch immer ist, das kann Dingens mehr schön, ne? Da müssen wir auch noch machen. Du hast eine neutrale Zone betreten. Okay. Wir können ja mal hier in den Handelsposten reinschauen, oder? So, jetzt haben wir die Informationen nochmal hier schwarz auf weiß. Jetzt müssen wir nur da hinkommen. Da ist es. Und welches Schiff ist es? Es ist die Lady. Die Lady findet wieder mal keine Sache. Okay, Lady, dann springst du dahin, baust da ab und raffinierst da und machst das in einer Schlange. Jetzt hat die das wieder nicht gereiht, oder? Nein, keine Befehle gefunden. Dann springen wir rüber, Lady. Macht sie das oder macht sie das nicht? Die muss jetzt diese lange Strecke erst fliegen, ne? Geht nicht. Ja, dann warten wir es da ab, oder? Handelsposten gucken wir gerade rein. Güter handeln. Gibt's hier nicht. Karte. Was ist das hier für eine Linie? Ist das schon die Grenze? Könnte sein, ne?
Dann gucken wir uns das doch mal da an, oder? Okay. Kinetische Torpedos haben einen Widersprengkopf und der Schaden ist abhängig von ihrer Fluggeschwindigkeit. Jo, glaube ich auch. So, gucken wir hier rein, was gibt's hier? Leider nicht das, was ich mir vorstelle. Ach, hier ist ein Riss, deswegen geht es vielleicht da nicht weiter springen, ne? Das könnte sein, oder? Ich springe erstmal dahin. Aber wir können erstmal gucken, dass wir die Lady nochmal aufspüren. War die Lady hier? Ja, das ist die Spritquelle. Kraft, ne? Ist doch weiter hier unten die Lady, ne? Da. So gesprungen ist sie. Und jetzt soll sie da abbauen, raffinieren und alles verkaufen. Naja, jetzt macht sie 4 Schritte, aber ist auch egal. Wir drehen hier rüber und springen dann dahin und hoffen, dass wir da was entdecken. Handelsposten gibt es hier auf jeden Fall. Energieröhren haben sie leider nur. Und jetzt? Der Riss ist noch länger. Man kann ihn nicht sehen hier, den Riss. Wenn ich da hinspringe, wird es bestimmt gleich noch dann geben, dass das der komplette Riss ist, der da im Kreis rundherum ist, oder? Ja, da müssen wir erst die Aufgabe erledigen, dass wir da die Info kriegen, wie wir da rüberkommen, ne? So, jetzt aber. Ja, der Riss geht hier weiter. Definitiv ist das hier dann nicht möglich, dahin zu kommen. Ja, gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Energie, Magnet, Energieröhren. Leider keine Energie Inverter. Ja, F ist richtig für. Ja, Energieröhren leider nur. Und Protonenbeschleuniger hätten sie auch noch hier gehabt. Gut, Kreuzer, Frachter ist auch nichts bei. Und eine Verbindung darüber gibt es auch nicht. Aber das Gebiet ist hier auch noch von denen hier. Nee, ich mache jetzt dahin. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir schauen, dass wir den Energieinverter jetzt kriegen. Allerdings fällt mir da so ein, wir brauchen ja nicht mit diesem Schiff dahin springen, ne? Wir können ja auch ein anderes gehen und damit losfliegen. Dann kriegen wir das doch auch, oder? Schauen wir doch mal. So, jetzt hier nochmal gerade. Ausrüstungsdock gibt es hier, das ist ja schon mal cool. Aber die dürfen ja bestimmt keinen Handel mit uns machen, ne? Habe ich ausgewählt? Ja. Antigraf, Laser ist nicht. Normal. Ausrüstung handeln, doch geht sogar. Aber nicht so. Oh, Xanion, Bergbaugeschütz. Turm, den würde ich auf jeden Fall kaufen, egal ob es ein R ist oder nicht.
Den da. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was gibt's denn hier sonst noch so? Fortgeschrittenes Handelssystem. Transporter-Software. So, das bedeutet auf zum Ausrüstungsdock und dann den Bergbaulaser da kaufen, auch wenn der keine gute Qualität hat, aber ich kriege einen Transporterblock da erstmal abgebaut für. Damit ich von der Ferne aus hier dran komme. So. So, auf zum Dock. Traktorstrahl halten. Ausrüstung handeln und den nehmen wir. Sind auch zwei, dann nehmen wir auch zwei. Was haben wir sonst noch? Xania Abwracker. Dreifach-Kanonengeschützturm. Schaden. Jo, kaufen wir. Und den restlichen kriegen wir nicht. Also hier können wir noch einen Abwracker nehmen, den möchte ich aber gar nicht haben. Reparaturgeschützturm aus Naonit. So, was haben wir hier noch? Schildverstärker könnte man sogar kaufen. Dann Schildbooster, fortgeschrittenes Handelssystem. Ist in Blau. Das ist schon zu schlecht sozusagen, dass wir das Forschen nach oben bringen. Raumjäger gibt es hier auch aus Xanion. Leider die Bergbaujäger nur in Naonit. Ja. Sollten wir mal hier eine Karte kaufen? Ah, man kann hier nur die kleinen kaufen. Aber das ist ja schon mal was, oder? Wo war das? Im Frachtraum liegend? Nee, ne? Wo lag denn diese Karte jetzt noch? Hier war das, ne? Da ist er. Jetzt müsste ich gerade hier reingucken. Und jetzt? Oh, da kommt es gerade reingeschraubt. Gut, das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Oh, das war doch ganz schön groß. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ne? Haben wir relativ viele Verbindungen. Aber leider ist er nur kontrolliert von. Aber das ist schon mal eine gute Geschichte, denke ich. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich das nochmal mache, da gibt es das Ding ja nochmal zu kaufen, ne? Deckt ihr da noch mehr frei oder ist es das gleiche? Erkunder-Quadrantkarte, Reisender-Quadrantkarte. Ich kaufe mal nur die Reisende und komme da nicht hin, weil ich nicht gedockt bin. Oh. So, jetzt aber. Ja, wo war es denn jetzt? Da. So, ich putter das Geld nochmal da rein. Gucken wir nochmal die Karte an. Und ich glaube, da hat sich nichts getan, ne? Naja, egal. Hier hinten gibt es auch noch Verbindungen, die wir leider nicht sehen können. Hier gibt es auf jeden Fall eine Verbindung nach da jetzt.
Ja, aber wir machen jetzt erst das mal, dass wir hier den Bergbaulaser einbauen, der jetzt zwar nicht der beste ist. Jetzt kann ich den nicht einbauen, weil der wahrscheinlich auf dem Xanion-Block sein muss, ne? Oder? Gehe ich mal von aus. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, das heißt, ich habe jetzt zwei Bergbaulaser, die ich nicht benutzen kann. Oh. Aber ich tippe mal drauf, dass wir hier jetzt ein Ressourcendepot haben. Da kann man ja Ressourcen handeln und da kaufe ich mir jetzt was davon. Ganz einfach, oder? Das ausgewählt? Ja. Nein, ich wollte da nicht hin, ich wollte das besuchen, da oben. Ja, fliegen wir das Stück dahin und dann kaufen wir da ein bisschen ein und dann haben wir das Xanion und wenn wir das Xanion haben, können wir einen Block bauen und dann können wir das auch abbauen. Würde ich mal sagen, oder? In der Hoffnung, dass wir Xanion kaufen dürfen. Das ist die nächste Frage. Ich war jetzt zu schnell geflogen, ne? So. Müssen wir nur ans Dock kommen. So, da noch ein bisschen. Und dann sind wir dran, ne? Xanion. 50 kaufen. Bauen. Xanionstein holen. Aha. Welchen kaufen wir? Bauen wir jetzt hier? Unser Transporter jetzt, und den werden wir nicht da finden, sondern nur hier. Transporter. 250 kostet der Spaß. Könnt ihr das irgendwie kleiner machen noch? Nee, kann ich nicht. Das war schon das Kleinste. Kann ich eine Hülle bauen? Aha. Da habe ich doch was falsch gemacht beim Groß- und Kleinziehen, ne? Ah, der Kleinste geht so. Nee, das funktioniert dann nicht. Dann mache ich jetzt hier erstmal eine Xanion-Platte hin. Nee, der war es nicht, der ist es. Ich hoffe, das reicht so. Und dann die beiden. Oh, guck mal, wie groß die sind. Okay. Kriege ich den da auch noch hinter? Was sagt er mir gerade? Nicht genügend Slots für bewaffnete Geschütze. Ach so, okay. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, da bewaffnete Geschütze loszuwerden, ne? Was haben wir denn hier? Dreifach Point MG Geschützturm. Machen wir mal weg. Entfernen. Jetzt ist der schon da hingekommen.
Da haben wir noch einen. Der geht auch nicht. Entfernen. Nicht genügend Slots. Was haben wir denn jetzt hier noch für einen? Entfernen. Was? Da muss ich so viel wegreißen für? Was haben wir denn da jetzt hingebaut, ey? Achso, das waren jetzt gar nicht die, die ich bauen wollte, ne? Raketengeschützturm, Maschinengeschützturm, Kanone, Doppeltitanbär, ja, wir haben jetzt mal was falsch gemacht, ne? Jetzt lassen wir gerade hier. Ja, den haben wir ja schon gekauft, das ist ja schon richtig. Wo ist denn der jetzt mit dem. Ach, hier ist er. Gut, jetzt fehlen uns Bergbauer natürlich. Alles klar. Ich würde sagen, um da diese Geschichte ans Laufen zu kriegen, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von anderen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.